Früher waren sie eine seltene Attraktion für Taucher. Zurzeit breiten sich Feuerfische schier unaufhaltsam im Mittelmeerraum aus. Zum Leidwesen der ursprünglichen Meeresbewohner in der Region. Die Räuber beschädigen Korallenriffe und fressen andere Fische und Krustentiere und werden immer mehr zu einer Bedrohung für das bestehende Ökosystem. Natürliche Feinde hat die eingewanderte Spezies im Mittelmeerraum nicht. Das soll sich bald ändern. Zypern will als Vorreiter des Fisches auf kulinarische Weise Herr werden. Der Koch Stelios Georgios schwärmt. Feuerfische können auf viele verschiedene Arten zubereitet werden. Gegrillt, gebraten, mit oder ohne Haut, als Filet. Man kann ein Risotto machen, man kann alles machen, was man will. Man muss lediglich die Wirbelsäule mit dem Gift entfernen. Dann kann man den Feuerfisch wie einen normalen Fisch verwenden. Der zur Familie der Skorpionfische gehörende Räuber ist eigentlich für den Menschen giftig. Aber nur der Stich. In dem Fall wird Gift durch die Stacheln herausgedrückt. Für den Gestochenen bedeutet das heftige Schmerzen und manchmal sogar auch Erbrechen. Tödlich wirkt das Gift allerdings im Normalfall nicht. Nun fördert selbst die EU die schmackhafte Lösung des Problems. Denn Feuerfische vermehren sich rasant. Sie können alle 4 Tage tausende Eier laichen.